ist, die meisten Leute glauben, sie brauchen die super Idee. Und das Problem ist, Business ist etwas ganz anderes. Oft brauchst du mal schon eine Idee oder irgendwas, wo du eine Leidenschaft hast, das wir vorher diskutiert haben. Aber was die Leute vergessen und was viele auch nicht hören wollen, dass Business auch harte Arbeit ist. Und dass das jedes Geschäft und gerade jedes Online-Geschäft ist ein Prozess laufender Verbesserungen. Immer kleine Schritte, aber laufend. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen, aber immer wieder etwas verbessern. Genauso wie wir. Bessere Mikrofone, bessere Kameras, Kursbeilagen, schnellere Plattform und, und. Und du brauchst am Ende eine hervorragende Execution. Hier gilt wiederum, sehr gut ist nicht genug. Wenn die Plattform nicht lädt oder zu langsam lädt, dann werden es die Leute nicht verwenden. Wenn die Zahlungsfunktionen nicht funktionieren, können sie nicht kaufen. Und wenn beispielsweise die Videos nicht laden oder ähnliches, dann können sie das Produkt nicht konsumieren. Das heißt, du brauchst eine seamless und perfekte Execution mit laufender Verbesserung. Merkt euch das noch einmal. Einfach definiertes Produkt und klar verständliches Produkt. So verständlich, dass es der Dümmste versteht und Dümmste kaufen kann. Der Dümmste in eurem Freundeskreis. Eine solide wirtschaftliche Basis und eine hervorragende, laufende Execution und Verbesserung. Das ist harte Arbeit, das wollen viele Leute nicht hören. Eines der wertvollsten Assets von Apple ist sicherlich auch das iPhone, aber worüber ich jetzt sprechen will, oder eines der wichtigsten Assets von Apple war Steve Jobs persönliches Brand. Ja? Apple hat es geschafft, eine Person so emotional zu koppeln bei den Menschen. Und Steve Jobs war ein Meister der Präsentation. Also er hat das innovativ präsentiert. Aber grundsätzlich ist Apple ein Riesenschaden dadurch entstanden, dass Steve Jobs verstorben ist. Ganz ehrlich, wenn ihr eure Nische gefunden habt, wie Chris das vorhin definiert hat, wenn ihr euer Produkt und eure Leidenschaft gefunden habt und wisst, wo wollt ihr eure Seite machen, sucht mal im englischsprachigen Markt. Es gibt bestimmt jemanden irgendwo auf der Welt, der eine ähnliche Idee hatte wie ihr. Aber bis der in den deutschen Markt oder ob der überhaupt in den deutschen Markt reinkommen wird, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering momentan. Und selbst wenn, dann habt ihr euch schon die Marktposition gesichert. Ja, also da spricht ja gar nichts gegen. Vielleicht machen die gewisse Sachen gut. Das könnt ihr euch da auch abschauen. Wir haben manchmal auf Webseiten, Chris und ich testen permanent unsere Seiten. Wir haben immer wieder Tests laufen, Split-Tests. Das heißt, wir schicken die Hälfte der Besucher auf Seite A und die andere Hälfte der Besucher auf Seite B und überprüfen, welche dieser beiden Seiten funktioniert eigentlich besser. Und das kann man ja dann messen und auch statistisch signifikant festhalten. Und wenn man denken würde, ja, kleine Dinge haben ja nicht so einen großen Einfluss, dann würde ich sagen, think again, denn manchmal haben wir nur in einem Video, was wir geschaltet haben, die ersten 7 Sekunden verändert und das hat sich in der Kaufquote gesteigert um 30-40%. Revolution.